Es ist ja sowieso, dass Funk und Fernsehen momentan das auch sehr aufgreifen mit diesen Tattoo-Themen. Das ist natürlich gut, ich sag mal für uns, dass man es immer akzeptierter wird. Aber siehst du es auch mit dem kritischen Auge, dass es immer mehr verbreitet ist und nicht mehr so wichtig genommen wird vielleicht? Also ich sehe es so, es gibt natürlich zwei Seiten dieser ganzen Geschichte oder dieser Medaille. Die positive Seite ist, es bringt kommerziell natürlich mehr Aufklärung. Es zeigt den Leuten, gerade in den Qualitäten, wo wir arbeiten, zeigt es den Leuten, was machbar ist. Dass die Leute nicht einfach nur noch sich irgendwas machen lassen, sondern dass sie eine Vorstellung haben, von was geht. Dass mittlerweile jeder, der einen Stift gerade halten kann und zwei, drei Linien ziehen kann, denkt, er kann jetzt auch Tätowierer werden und will damit, sage ich mal, von diesem Rockstar-Image natürlich genießen und da mitwirken. Und somit merkt man natürlich den Negativeffekt, dass Tattoo-Studios wie Pilze aus dem Boden sprießen, weil der Staat ja uns absolut keine Vorgaben gibt hier, sondern jeder, ich sag's jetzt mal so krass und hart, wie es klingt, aber eigentlich jeder Idiot kann ein Tattoo-Studio aufmachen, ob er es kann oder nicht. Du aber hörst, dass genau diese Arbeiten, wo du sowas denkst, aus offiziellen Studios kamen, die Leute haben Geld dafür bezahlt. Also dann wird mir kotzübel und das ist ein Punkt, wo ich dann nicht verstehe, dass der Staat da die Augen zumacht. Weil der Staat macht ja die Augen nicht zu bei unserem Material. Das heißt, er will uns an die Tattoo-Farbe, er will uns an Nadeln, er gibt uns Vorschriften von Sachen, wovon sie gar keine Ahnung haben. Das heißt, in kurzen Worten, sie sagt, was ich an dem Staat hasse, ist, dass er einen Schritt über einen Dreckhaufen macht, um dahinter nach Schmutz zu suchen. Der normale Laie, der gar keine Ahnung hat, der sieht nur eins, Tattoo-Studio. Da ist Werbung dran, das ist ein offizieller Laden. Und jeder Mensch denkt dann, das muss auch ein perfektes Tattoo-Studio sein, weil es ist ja ein richtiger Laden. Nur wenn der wüsste, dass derjenige vielleicht vorher, keine Ahnung, jetzt ein Maurer war, hat da auch seine Arbeit gemacht, hat vom Malen, Zeichnen, künstlerischen Hygiene absolut keine Ahnung. Das weiß der Kunde ja nicht. Es geht ja eben nicht nur um einfach nur Tätowierer zu sein, sondern es geht um Leute, die seit jahrelang dabei sind und schon Erfahrung gesammelt haben und mittlerweile genau wissen, wie es richtig gemacht wird. Das ist ja der Punkt. Weil es gibt heutzutage auch viele Youngstars, die super geile Arbeiten machen, aber teilweise man doch ein bisschen skeptisch schaut, wenn man sieht, welche Arbeitskriterien die erfüllen. Also dass teilweise Nichtwissen an hygienischen Produkten da vorhanden ist. Trend, das ist das Schlimmste, was es gibt im Tattoo-Business, weil es das nicht gibt. Aber man hört ja gerade so diesen Trend Watercolor-Tattoos. Da kommt mir die Kotze, beindick. Also sage ich jetzt mal so, wie es ist, weil... Kannst du gerne alles sagen. Man merkt, wie die Leute wieder nur einem Trend folgen und die immer noch nicht aus dem Steißtreibel gelernt haben. Weil das war auch mal ein Trend und jetzt bereut es jeder. Warum will jeder gleich aussehen? Wieso? Gerade beim Tätowieren, da muss ich doch selber mir was einfallen lassen. Aber der Großteil, den man in letzter Zeit davon sieht, ist einfach nur... Sorry, aber einfach nur irgendeine Gematsche, was keinen Sinn ergibt, was so aussehen soll. Und um irgendwie den Leuten das Geld wahrscheinlich aus der Tasche zu ziehen. Diesen Job, den wir machen, den kann man nur mit Herzblut machen und mit vollem Ehrgeiz. Da spielt keine Uhrzeit, kein gar nichts eine Rolle. Jeder Tätowierer, der denkt, ich muss pünktlich hier raus oder ich muss dann oder wir müssen dann anfangen, ist fehl am Platz. Unser Beruf, der ist nicht nach Zeit gestimmt, sondern wir machen den Job mit Herzblut und aus der Seele raus. Und der Rest entsteht mit der Kunst, die man verarbeitet. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family.